bei uns ist jetzt Michael Menzel, der bekannte Illustrator für Brettspiele, der natürlich jetzt auch als Autor Andor 3 gerade auf den Markt gebracht hat. Michael, deine Illustrationen haben ja einen unverkennbaren Stil, aber wie wird man eigentlich Illustrator für Brettspiele? Also ehrlich gesagt kann ich da gar keine Tipps geben, weil bei mir war es eine Verkettung von glücklichen Zufällen und das ist schwer, jemandem zu raten, irgendwie Glück zu haben. Also bei mir war es, ich denke, man muss schon arg fleißig sein, dass man dranbleibt, aber bei mir war es tatsächlich so, ich kannte jemanden, dem durfte ich einen Probeauftrag machen und der fand es zufälligerweise auch noch gut und da kann man keinem zu raten. Wenn man ein Spiel illustriert, wie viel Einfluss hat man da auf die Entwicklung des Spiels? Das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Es gibt Verlage, da ist es am Anfang noch gar nicht klar, da ist sogar noch das Thema offen. Man fährt hin, das ist ein bisschen Wundertüte, macht sehr viel Spaß, man kann sich viel einbringen. Es gibt aber auch andere Verlage, meistens die etwas größeren, wo sehr klar ist, wo das Spiel hin soll, was auf den einzelnen Karten oder auf dem Cover drauf sein soll. Das finde ich halt auch sehr angenehm, weil es sehr professionell, man kriegt ein detailliertes Briefing. Ich finde beide Sachen sehr schön und toll ist halt, dass man so ein bisschen wechseln kann, dass man, wenn man alles so ein bisschen Kleinverlag, ein bisschen großer Verlag, das macht so ein bisschen den Charme der Spielebranche aus. Und jetzt bist du ja nicht nur Illustrator, sondern auch Autor geworden. Wie kam es denn dazu? Ich muss sagen, auch das war Zufall. mein Sohn und ich, wir wollten gerne was im Fantasy-Bereich spielen. Aber das ist halt sehr, häufig sind die Spiele da sehr anspruchsvoll gewesen. Und was wir uns dann überlegt haben, war, dass wir was mit leichtem Einstieg machen. Und haben aber gar nicht an eine Veröffentlichung gedacht und haben unser eigenes Spiel immer mit in den Urlaub mitgenommen und gespielt. Und und am Ende wurde es halt so aufwendig und so viel Spaß auch gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich zeige es einmal einem Verlag. Wenn er es doof findet, packe ich es weg, dann kommt es in die Kiste. Aber Wolfgang Lüttke, mein anderer Redakteur, fand sofort ziemlich gut und von da aus ging es dann weiter. Aber es war kein Plan, das war wirklich auch eher Zufall. Ja, und das Spiel kam nicht nur gut an, sondern es war wahnsinnig erfolgreich. Jetzt gibt es ja sogar schon den dritten Teil, aber der erste wurde ja auch zum Kennerspiel des Jahres gewählt. Also wahnsinnig toll. Wie geht man dann mit so einem Erfolg um? Also das war überhaupt nicht geplant. Es war einfach totale Überraschung und ich denke, der Ausschlag war wirklich das Kennerspiel des Jahres. Das war so, als da das Tuch gelüftet wurde und Andor drunter war, das war schon, weil dadurch ist halt einfach auch die wirtschaftliche Basis entstanden, um die ganzen schönen Sachen zu machen, wie das Fanforum, die Fan-Community-Aktionen zu machen und wie ich damit umgehe, es ist seit einigen Jahren ist es so ein bisschen ein Rausch und ich freue mich einfach tierisch, dass das, was wir uns da irgendwann mal im Sauerlandurlaub überlegt haben, für uns, dass das so vielen Leuten so viel Spaß macht. Jetzt kommt ja der dritte Teil raus oder ist jetzt gerade erschienen. Was erwartet da die Spieler? Also es ist eine Trilogie, das ist das große Finale und die Helden kommen zurück nach Andor, da steht es nicht zum Besten. Die bösen Krader, ein Riesenvolk, hat viele Andori verschleppt und wir machen uns jetzt auf die Jagd und versuchen die verschleppten Bauern zu befreien und wieder heil nach Hause zu bringen. Können denn die Spieler jetzt die letzte Hoffnung aufgeben, dass noch weitere Teile von Andor erscheinen werden? Also ehrlich gesagt, das ist noch total vage, wie es mit Andor weitergeht. Für mich war es wichtig, es als Trilogie zu konzipieren, weil man hat dann halt einfach auch so ein bisschen eine Zielgerade. Man weiß irgendwie, wo es hin soll. Wir wussten die ganze Zeit über die Storyline im Groben, dass es am Ende wieder zurück nach Krat gehen würde, wo die Helden ursprünglich mal herkamen. Und das war für mich in der Entwicklung einfach toll und beflügelnd. Wie man jetzt weitermacht, ob es irgendwie... Das wird man sehen. Da, so weit sind wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Jetzt bin ich einfach froh, dass es raus ist und hoffe natürlich, dass es vielen Spielern gut gefällt. Und was macht dir mehr Spaß, Spiele zu illustrieren oder zu entwickeln? Also Spaß macht mir beides, aber ich bin Illustrator. Ich male, seitdem ich ganz klein bin und ich glaube, ich habe noch nie ganz wenige Tage in meinem Leben mal nicht gezeichnet. Und das Spiele entwickeln, ich sehe es auch gar nicht so sehr als Spielentwicklung. Es ist einfach irgendwie so eine Geschichte, die man erzählt. Und jetzt im Fall von Andor 3 ist es tatsächlich so, die ganzen Regeln sind wieder sehr thematisch und ergeben sich einfach aus der Story. Sie gehen in ein graues Gebirge, karg, ohne Nahrung. Das heißt, sie müssen jeden Tag Nahrung sammeln. Das ist so ein Mechanismus, der ergibt sich einfach aus dem Thema.
Und so gehe ich daran und so war es halt bei Andor bisher immer. Deswegen, ich bin eher Geschichtenerzähler oder Illustrator und Spieleautor. Das war einmal jetzt. Das heißt, wir können in Zukunft keine anderen Spiele mehr von dir erwarten? Nee, also außer es käme halt, es würde sowas passieren wie bei Andor, dass ich das Gefühl habe, das gibt es so in der Form noch nicht. Das würde ich gerne spielen. Aber solange das nicht der Fall wäre, würde ich sagen, bin fertig und ist schön so. Spiele werden ja allgemein immer beliebter. Man sieht es ja auch hier an der Messe, die Besucherzahlen werden immer größer. Hast du eine Erklärung dafür? Also ich glaube, es ist halt, es ist eine tolle Art, wie man Zeit zusammen verbringen kann. Und ich glaube, es wird auch einfach wieder ein bisschen cooler, Gesellschaftsspiele zu spielen, Brettspiele zu spielen. Und ein großes Lob gebührt einfach den Autoren, die unglaublich viele Ideen reinbringen. Unglaublich neue, jetzt hier das neue Exit-Spiel, Sachen, wo du plötzlich aus so einem Escape Room zu Hause hast. Das ist einfach so kreativ und das machen sie aus dem Nichts. Und natürlich auch die Spieleverlage, die uns Autoren und Illustratoren auch den Rahmen geben und sagen, okay, es braucht ein großes Spielbrett, es braucht eine aufwendige Illustration. Das macht es halt sehr attraktiv und das zahlt sich aus, indem, ja, wir sehen es hier, immer mehr Menschen gerne spielen. Und was ist das Besondere am Spielen oder auch was bedeutet Spielen für die Gesellschaft? Das kann ich schwer sagen. Also ich denke, dass es für Kinder immer gut ist, auch wenn es kein Lernspiel ist, wenn sie irgendwas spielen, einfach weil das, sie lernen rechnen, sie lernen kommunizieren, sie lernen verlieren, gewinnen zusammen. Da nehmen sie immer ganz viel mit. Ja, und für uns Erwachsene ist es halt auch schön, weil die richtig guten Brettspiele aus meiner Sicht halt gar nicht so viel Vorgabe machen, sondern uns Freiraum lassen. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Catan, wo man miteinander handelt und es gibt gar keine Beschränkungen. Wenn ich einen Blödmann bei mir habe, der mir 3 Schafe bezahlt, dann für ein doofes Holz, dann ist es halt so. Ne? Das Spiel erlaubt es. Und wenn der dann mit dem einen Holz gewinnt und ich mich ärgere, dann ist es auch im Spiel möglich und wird nicht eingeschränkt. Und diese Freiheit, das lassen halt die richtig guten Spiele. Und ja, kann ich vielen Erwachsenen einfach nur empfehlen, dass es halt, es gibt so viel und für jeden Geschmack etwas. Also ich glaube, das wächst weiter. Ja, dann wünsche ich dir weiter noch viel Erfolg, viele tolle Illustrationen und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich danke euch auch. Viel Erfolg mit Spiel doch mal.